Willkommen heute wieder zu einer Runde durch die Clicker Idle und Incremental Games. So, als nächstes ist jetzt Holiday City Reloaded an der Reihe. Und ich kann euch zumindest ein bisschen erzählen, wie jetzt der aktuelle Fortschritt aussieht. Und gleich noch eine Sache vorneweg. Es fehlt nämlich jetzt aktuell nur noch eine einzige Errungenschaft. Und die ist formal eigentlich schon erfüllt. Aber anscheinend ist sie doch anders gemeint als gedacht. Übrigens gibt es jetzt das Spiel auch in unterschiedlichen Sprachen. Also ihr könnt jetzt hier das personalisieren und dann in eurer bevorzugten Sprache spielen. Obwohl das natürlich jetzt nicht so anstrengend ist aus meiner Sicht, weil so viel Text gibt es hier nicht zu bewältigen. Das Event ist inzwischen schon wieder auf die Tropicana gewechselt. Und ich habe jetzt 40 weitere Tickets, die ich da schon mal einlösen kann. Gucken wir mal, ob ich die nächste Trophäe bereits fertig bekomme. Zumindest habe ich viele Tickets bekommen. Das heißt, wenn ich noch ein so ein Zweier-Ticket bekomme, dann kann ich gleich noch das 50. voll machen. Hier war jetzt natürlich gar keins dabei. Okay. Da ist der letzte Buchstabe. Damit ist die nächste Trophäe, das nächste Prestige-Objekt eingesammelt. Und dann kann ich da gleich mit euch nochmal nachschauen, was da der aktuelle Status ist. Aber ich habe jetzt tatsächlich kein neues Ticket bekommen. Also los, jetzt gib mir mal noch ein Ticket wenigstens. Okay, da kann man noch einen 10er-Block machen. Und das S dann schon mal wieder für das nächste. Dann sind wir soweit durch. Jetzt sind noch 5 übrig. Wir haben jetzt 800 Münzen zusammen. Das heißt, ich kann weitere 2 Upgrades kaufen. So, Kleidung oder Chemie? Kleidung 230, Chemie auch 230. Okay. Okay. Okay, Chemie ist ganz, ganz klein wenig besser. So, wie sieht es Kleidung und Fabrik aus? 2,31. Okay, Fabrik gewinnt. Gut, hier wäre es jetzt auf jeden Fall die Kleidung, aber so viele habe ich nicht. Das heißt, mir fehlen jetzt noch wieder 4 Agenten, um dann die 12er komplett zu machen. Die Prestigeobjekte. Also, das war jetzt das dritte Prestigeobjekt. Beziehungsweise das ist jetzt, glaube ich, nee, das ist das nächste. Also ich habe jetzt die 12, 15 habe ich jetzt komplett, genau da oben steht es ja auch. Und das große Büro ist jetzt abgeschlossen worden. Also 2, 6, 3, 7, 5, 3. Mal gucken, 18.000 kriegen die inzwischen insgesamt, was Profite und Ressourcen angeht und 4.000 Produktionssektor. Okay. Aber ja, also das sind so die Collections, jeweils immer 6 Stück. Keine Ahnung, wie viel es insgesamt gibt. Mal sehen, ob das hier schon die letzte ist oder ob es da noch weitere gibt. Weil jetzt wäre es natürlich noch interessant, ob sich das vorher schon so weit scrollen ließ, dass hier noch so eine Reihe Platz ist oder ob das natürlich immer nur freigeschaltet wird, wenn hier ja, ein weiteres Prestige-Objekt ansteht. Dann springen wir gleich mal in die Errungenschaften. Machen wir vorher noch den Shop aus. So, den Code habe ich mir gerade vorhin rauskopiert. Und 2 weitere Goldbarren. 1400 habe ich jetzt aktuell. Ich habe hier schon die Booster lange nicht mehr gekauft. Also hier wird es bestimmt, also mindestens noch einen geben, der dann hier nochmal zusätzliche Profite ermöglicht. Bin jetzt bei 5568. Wobei die Profite hier sind ja nicht vom Kaufen her freigeschaltet worden, sondern die wurden normalerweise freigeschaltet, von den Bürotrophäen. So, und hier um diese städtischen Sachen, da hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, im Schnitt müsste man hier 80 haben, um die letzte Steam-Errungenschaft freizuschalten. Jetzt habe ich halt nur noch eine, das heißt die Infrastructure, 6200 City Facilities, was bei entsprechend 15 Stück jeweils 80 pro einzelne Infrastruktur wäre. Und theoretisch müsste ich die Zahl erfüllt haben. Alle anderen sind inzwischen erfüllt. Order the Magic hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal, ist beim 15. Juni gewesen. Und das andere, wo ich dann schon dachte, ah, okay, jetzt ist die Infrastruktur freigeschaltet worden, das war gar nicht die Infrastruktur, sondern das waren die Trophäen, wo ich dann jetzt hier die 580 Trophäen erreicht hatte. Und es ist nämlich so, also hier habe ich überall mindestens 81, hier ebenfalls, nur hier fehlen mir noch 4 Stück mit 80. Weswegen also anscheinend nicht das Gesamtwert ist, sondern tatsächlich darauf geachtet wird, dass alle 80 erreicht haben. Mal gucken, wie weit jetzt hier aktuell meine Äpfel sind. 2,4 hoch 146. Genau, sammeln wir mal gleich mal die Dinger ein und ich starte hier, ja,
die nächsten 12 Stunden Mission. Hier brauche ich ja 1,9, also 2. Ich könnte mir gerade mal eins von den Dingern leisten. Also beim nächsten Mal, denke ich, werde ich das dann soweit durchhaben. Jetzt im Moment kann ich nur eins davon aktivieren. Mal gucken, was lohnt sich denn am meisten? Technologie, wobei die haben 4 Multiplikatoren. Materialproduktion wäre dann für den Hafen, glaube ich, wieder relevant. Mal gucken, wie weit der aktuell ist. An den Materialien sind das Eisen, wäre das für den Hafen. Naja, hier sind sie auf jeden Fall noch relativ weit jetzt entfernt, bis da 1 hoch 44 zusammenkommt. Aber egal, das ist jetzt nicht so wichtig, weil das läuft eh so nach und nach vor sich hin. Und hier ist inzwischen mit Level 36 hat die Dream City begonnen. Da war ich beim letzten Mal noch nicht. Und was ich, glaube ich, auch nicht erzählt hatte, weil ich hatte das City Aquarium inzwischen vervollständigt. Und das ging ja zuerst, dass ich weiß nicht, wo genau die gestartet sind, ich glaube bei 60 oder bei 50 und dann sind die nach und nach runtergegangen, je Level. Und bei Level 35 sind sie dann wieder angestiegen. Und im Moment kaufe ich hier weiterhin keine Updates, weil da einfach der Profitbonus von 50% Steigerung einfach viel, viel zu gering ist für die Kosten. Also hier gibt es sonst nichts weiter zu tun. Wie ihr seht, läuft es langsam weiter. Und ich verwende weiterhin jetzt die Sofortgebühr jeweils. Wobei es hier inzwischen auch sehr, sehr langsam geworden ist, was hier die neuen Sprünge angeht. Hier gibt es mal wieder einen, der jetzt zumindest eine Zehnerpotenz nur auseinander ist. Hier seht ihr dann wieder zwei Zehnerpotenzen auseinander. Und deswegen, das dauert Tage. Soweit ich jetzt keine weiteren Booster benutze, bis hier wieder eine neue Stufe erreicht ist und ich zumindest einen Multiplikator neu freischalten kann. Ein bisschen anders ist es dann hier im Holiday Island. Da bin ich im Moment im Oceanic Island. Das hat sich, glaube ich, okay, hier war gegenüber dem Continental Island. Die haben es anscheinend nicht komplett hingeschrieben. Hier das Oceanic dann. Da bin ich auch inzwischen aufgestiegen. Hier gibt es immer wieder noch was zu tun, was die TV-Sender angeht. Da hinke ich sogar im Moment wieder ein bisschen hinterher. Mal gucken, 88 habe ich jetzt. Das heißt, der geht jetzt als nächstes noch nicht wieder. Die sind jetzt schon auf 89, aber die hier sind auf jeden Fall schon, also 67 wäre jetzt so das Maximum, was zu erreichen wäre. Und hier bin ich jetzt aktuell nur bis 58, weil ich momentan so viele Sterne einsammle, dass ich eben hier vorab schon höhere Werte erreiche. Deswegen bin ich da noch nicht wieder ganz glatt gezogen. Und hier habe ich den nächsten Max für euch. Während das Geschäftstempo bei 20 das Maximum erreicht hat, gibt es jetzt hier tatsächlich auch für den Freizeitsektor die 35 als Maximum. Ich vermute mal, dass es bei der Muschel ähnlich aussieht. Wie es dann bei den anderen aussieht, werde ich dann nach und nach ausprobieren. Auf jeden Fall hier jetzt die nächsten Perlen ausgegeben. Und das gleiche in der Werkstatt. Da bin ich im Moment dabei, da hier die Perlengewinne sich tatsächlich jetzt nicht mehr weiter steigern lassen. Nach der vierten Stufe war auch hier Schluss. Schaue ich jetzt halt, dass ich das Holzeinkommen. Hey, das war ein deutlich größerer Schritt, weil sonst ist es ja immer nur um 1 angestiegen und jetzt ist es tatsächlich um 10 gestiegen. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch 30.000 übrig und werde ich dann ja wieder in die Sterne investieren. Mal sehen, welche Werte die hier erreichen, ob das bis 100 geht oder ob das dann auch noch weitergeht, weil zumindest die Multiplikatoren sind jetzt nicht so rapide am Steigen. Dann Meilenstein natürlich, hier wieder die nächsten 60 Items abgeholt. Von den Verbesserungen, da habe ich jetzt noch nichts weiter gemacht. Da hatte ich bei euch das letzte Mal die 100 Millionen freigeschaltet. Dabei belasse ich es auch erstmal, weil ich jetzt im Moment nicht so viele Hollybars habe, um das problemlos 10 bis eher 15 Mal zu kaufen. So, mal gucken, gibt es hier noch einen 50er? Ja, also der da unten kriegt dann die nächste Trophäe freigeschaltet. Das heißt, hier bin ich jetzt auch schon bei 311 von 384. Also da ist dann nicht mehr so viel zu tun. Hier fehlen noch 700 dann so in der Dreh. Einige Wochen wird es sicherlich noch dauern, wenn ich das Spiel einfach so ganz normal easy laufen lasse. Und die Touristen. Oh ja, für die Touristen gilt hier aktuell auf jeden Fall schon mal das Nächste. Immer wenn ich so eine 10er-Potenz weiter bin, hole ich die halt einmal ab und dann wieder her damit. Wie gesagt, ich spare mir den ganzen Aufbau mit den Meilensteinen, dass ich hier jeden Tag meine 60 Hollybars zusätzlich bekomme. Da ist es ziemlich entspannt, wenn ich dann alle paar Tage hier mal so eine Sofortgebühr, also sowas einlöse. Im Moment habe ich noch 2, kaufe ich mal wieder 3 auf Reserve und dann reicht das auch schon wieder.
was ich mir noch aufgeschrieben hatte, dass das hier 70.000 gekostet hat. Also es ist durchaus sinnvoll, dass wenn ihr schon ganz gut mehrere 10.000 am Tag da zusammenbekommt, dann spart möglichst früh die hier zusammen, weil wenn die letzte Stufe hier ja auch nur 70.000 gekostet hat, das ist ein wichtiger Bonus, um hier dann die größeren Multiplikatoren zu kaufen. Also vor allen Dingen natürlich erstmal die Geschwindigkeit, das war mir zumindest erstmal das Wichtigste. Mal gucken, was habe ich da aktuell für einen Bonus? 8-fach immerhin. 500.000 hier jetzt für den Multiplikator. Und als nächstes werde ich jetzt den halt aufpushen. Ich gehe mal davon aus, dass der den gleichen Wert erreicht. Interessant, wie weit die noch auseinander liegen. Obwohl die nur noch 16 Felder auseinander liegen. Also er eigentlich schon die Hälfte hat, aber trotzdem ist er nicht annähernd an den Bonus. Was aber letztlich wieder daran liegen dürfte, dass der... Ja, wenn der jetzt immer so um 50% wahrscheinlich steigt, so Pi mal Daumen, und dann eben erst, ja, wie es halt bei einer Exponentialfunktion ist, dass sich halt dieser Anstieg später immer stärker erst bemerkbar macht. Ja, das soweit zum aktuellen Status von Holiday City. Mehr ist dort erstmal nicht passiert. Ach genau, den 80er habe ich nicht mit euch gekauft. Okay, aber dann, also hier nochmal den 80er musste ich 14 Mal kaufen, um den 100.000.000 freizuschalten. Ich denke, das werden wir beim nächsten Mal wieder machen. Und ich werde bis dahin noch ein paar Hollybars ansammeln, um dann zu gucken, wie das dort weiterläuft. Ja, also soweit schon für heute von Holiday City Reloaded mit dem aktuellen Status, wie sich meine Insel und meine jetzt Traumstadt entwickelt. Bin mal gespannt, ob es hier dann auch ein Maximallevel gibt, vielleicht 50, vielleicht 100 oder wie weit das dann läuft. Weil hier bei den Trophäen ist ja auch nicht mehr so viel notwendig. Mal gucken, wie viele Stufen sind es jeweils noch. Also hier sind es noch 3 Stufen. Also so um die, ja, die sind alle ein bisschen niedriger. Die erste geht noch bis 10.000 und die anderen sind dann einige weniger. Das heißt, hier gibt es dann sogar nur noch 2 Stufen teilweise. Mal sehen, wie schnell das dann klappt, hier noch die letzte Stufe zu machen. Ich benutze die Push-Sachen im Moment eher nicht, weil ich da eigentlich gar keinen Grund zu habe, weil es dann doch im Verhältnis so wenig ist, was da zusammenkommt, im Vergleich zu dem, was ja ohnehin läuft, da für ein Idle-Game Zeit zu überspringen, ist an der Stelle nicht so lohnend. Soweit die aktuellen Informationen zu Holiday City Reloaded und weiter zum nächsten.